So. Wie tief seid ihr hier unten? Hier sind wir 47 Meter tief. Mit dem Gesenk. Auch mit der Sprengstelle, wo wir jetzt gesprengt haben. Zeigst du uns mal die Kiste? Die habt ihr hier gefunden, ja? Die Kiste haben wir hier auf dem Abbau namenlos, Gang namenlos heißt er, gefunden. Das ist natürlich eine kuriose Sache. Also es passiert auch ab und zu mal, dass wir bei unserer Arbeit solche, ich will es als Zeitzeugen titulieren, so eine Sache finden. Das ist eine Kiste, die ist fast voll Erz, Uranerz. Die ist stehen gelassen worden auf dem Abbau. Aus welchem Grund die dort stehen gelassen wurde, kann ich natürlich nicht nachvollziehen oder recherchieren. Aus welchem Jahr ist die? Die ist ungefähr aus dem Jahr 1950. Also 42, 43 Jahre alt. Stand die. Es kann möglich sein, dass sie sie vergessen haben, die Hauer damals, wo der Abbau eingestellt wurde. Es kann natürlich auch möglich sein, dass aus irgendeinem bergmännischen Grund, irgendein Verbruch oder dass der Abbau nicht mehr befahrbar war, die Kiste stehen gelassen werden musste. Es war in der Regel so damals, also es ist jedes Krümel rausgeholt worden in dieser Zeit. Und mir ist es eigentlich nicht so richtig plausibel, wieso sie eben stehen gelassen wurde. Zeigst du uns mal so ein Stück? Das ist ein Stück Uranpechblende. Hier ist natürlich eine ganz interessante Sache dabei. In den 40 Jahren hat sich diese Pechblende oder hat sich aus dieser Pechblende ein Sekundärmineral gebildet. Uranglimmer, sieht man hier sehr deutlich, an dem Brocken. Die schöne lindgrüne Farbe. Eine ganz interessante, mineralogisch eine ganz interessante Sache, wer da von dieser Sache ein bisschen was versteht. Und wenn du jetzt den Geigerzähler nimmst? Das pfeift ganz schön. Ganz schön scharf. Für die Kiste hätte damals ein Hauer ungefähr 100 Mark gekriegt. Ungefähr von der Qualität her. Das ist mit schon von der Qualität her das beste Erz. Von der Pechblendenqualität. Der Zeiger geht schon über die Endschafterskala noch drüber hinaus. Feine Sache. Aber es braucht eben keiner mehr. Glück auf ihr Brüder, Glück auf zum Fort, Glück auf ihr Kinder, ich muss nun fort. Wohl in die Tiefe, wohl in die Schacht, wo schon so mancher Patschicht gemacht. Wohl in die Tiefe, wohl in die Schacht, wo schon so mancher Patschicht gemacht. Glück auf ihr Steiger, dem Heuer auch. Ich sag dem Jüngling auch ein Glück auf dass sie alle zum Lachen schicht und kommen glücklich ans Tageslicht. Auf dass sie alle zum Lachen schicht und kommen glücklich ans Tageslicht. Denn mancher hat schon das Schicht gemacht, hat da gefunden sein kühles Grab. Dann stieg er freudig gen Himmel auf und rief ein frohes Glück auf. Dann stieg er freudig gen Himmel auf und rief ein frohes Glück auf. Nach Hiroshima
will auch Stalin die Atombombe sehr schnell zur Verfügung haben. So wird 1946 im sächsischen Erzgebirge durch die sowjetische Besatzungsmacht ein Bergbauunternehmen gegründet. Die Wismut, ein Tarnname. Im deutschen Hügellande steckt das Uran, das man zum Bau der Bombe so dringend braucht. Zunächst nutzt die Wismut alte erzgebirgische Grubenanlagen. In Johanngeorgenstadt, in Aue und Schlema, in Schneeberg. Auch im Vogtland, später in Thüringen und der sächsischen Schweiz, ist die Wismut zugange. Uran kostet es, was es wolle. Die russischen Schachtleitungen schicken zunächst vor allem Kriegsgefangene in die Gruben und auch eigene Leute. Überall in der sowjetischen Besatzungszone werden Menschen zwangsverpflichtet. Kopfjäger sind unterwegs, Bordelle werden geräumt, Schwarzhändler gefasst. Andere folgen dem Ruf der Wismut wegen des Hungers. Flüchtlinge, Frauen, Heimatlose. Wenige kommen aus politischer Überzeugung. 1954 wird aus dem Unternehmen eine sowjetisch-deutsche Aktiengesellschaft. Mehr und mehr wird die Landschaft zerstört. Das Produkt landet weiter in der Sowjetunion. Die SDAG Wismut, Staat im Staate DDR. Sonderbedingungen, eigene Zulieferbetriebe, eigener Handel, eigenes Gesundheitswesen. Wismut-Sicherheit, Wismut-Polizei, Wismut-Ferienheime, Wismut-Sportvereine. Niemand weiß heute genau, ob 500.000 Menschen durch die Wismut gegangen sind oder vielleicht 1 Million. 1990 wird die gezielte Uranproduktion eingestellt. Die Sowjetunion zieht sich aus der Wismut zurück. Das Bundeswirtschaftsministerium ist der neue Besitzer. Herrliches Erz hier. Woran sieht man das? Das ist Schwarz.
Das Schwarze ist im Raum. Sechs. Ja. Was ist Uran? Das Schwarze hier. Ja. Alles, was schwarz ist. Wollt ihr noch einmal einen mit dem Geigerzähler draufhaben, ja, oder nicht? Komm mal. Das ist ein einfacher Geigerzähler, ja? Ja. Mit diesem Zählrohr kann man praktisch feststellen, ob Erd vorhanden ist oder nicht. Das ist auch so geformt, dass ich damit ein Bohrloch reinfahren kann. In dem Bohrloch nachsehen, ob bei 1,10 Meter, bei 1,30 Meter, 1,40 Meter eventuell eine Vererdung da ist. Und es ist nicht gefährlich oder so? Man stellt sich ja vor, wenn das... Über das Gefährliche, da muss man verschiedener Meinung sein. Das ist auf alle Fälle keine Alpha-Strahlung in Form wie bei Hiroshima, wo die Atombombe freigesetzt wurde, sondern die Gamma-Strahlung ist verhältnismäßig weiche Strahlung. Und diese Gamma-Strahlung wird abgelenkt schon durch ein Blatt Papier, schon durch dieses Arbeitshemd, sodass die Gefahr in dieser Hinsicht nicht so sehr da ist. Das Gefährliche dann daran ist, dass das Zerfallsprodukt noch über Uranium praktisch das dann noch Radon entsteht. Und dieses Radon, das ist dann ein Edelgas, geruchlos, geschmacklos und farblos. Und habt ihr da, hast du dir da Gedanken gemacht irgendwie, wie das so ist? Was soll ich mir für Gedanken machen? Ich bin Bergmann. Als Bergmann ist es mein Broterwerb. Das ist mein Verdienstzweig. Und damit muss man leben. Der Bergmann hat immer wieder gesagt, das ist keine Schokoladenfabrik. Das war allgemein bekannt gewesen. Und die Überschädigungen in dieser Richtung sind auch eigentlich wenige bekannt. Es gibt keine genaue Aussage darüber, was eventuell als Schädigung auftreten kann. Gefährlich wird es erst, wenn es aufgearbeitet ist. Ne? Als aufgearbeitetes Material dann auf alle Fälle in Form von Atombomben sicherlich, dann ist es absolut gefährlich. Aber in dieser Art muss es irgendwie gebrochen werden und das erledigt eben der Bergmann hier in der Grube, ohne dass er da im Bleianzug rumläuft, wie das auch manchmal so gedacht wird. Das ist nämlich unlogisch, so was wir denken, er muss sich ja bewegen können. Er muss ja irgendwie seine Arbeit verrichten können. '55 war bekannt, war eine gute Quarzdruse mit Kalziten. Es war meistens verbunden mit dem Granitkontakt und dort sind viele gute, optisch attraktive Stufen gefunden worden. Und hat dich eigentlich mehr das Uran interessiert, was Nein. du abbauen solltest? Oder die... Naja, sicher. Das Uran, das war das Produkt, aber nö, das ist die Ästhetik, das war mein Hobby. Und wie hat man das in Einklang gebracht? Ja, das war manchmal nicht so ganz einfach. Es war bestimmt offiziell eine Bestimmung, dass solche Stufen abgegeben werden mussten. Ja. Aber, naja, wie es so ist, ein Teil ist abgegeben worden, ein Teil haben die Bergleute mit nach Hause genommen. Und dann konnte man ab und zu mal ein Stück kaufen, tauschen und so weiter. Manchmal habe ich auch Stücken geschenkt bekommen, weil sie eben wussten, dass ich sogenannter Drusenhai bin. Das war immer so bekannt. Da können wir uns auch noch angucken. Ja. Das ist auch eine sehr schöne Quarzstufe. Das ist von der minus 1530. Bei der Füller-Alforung ist das gefunden worden. Auch Hämatit, schwarzer Hämatit, Dolomit. Sind ganz typisch die Schlemauer Quarzstufen. Unverwechselbar, gibt es woanders nicht. Und wie geht's dir jetzt, wenn du so an das Leben mit dem Uran denkst? Schön, ich war nicht auf dem Abbau. So sehr bin ich nicht bestrahlt worden. Ich war lange Zeit Lokfahrer, habe auch viel Umgang mit Erz gehabt, und Erzstaub und so weiter. Aber man darf das nicht so verbissen sehen, so sehe ich das. Wenn man immer daran denken würde, hat ja jeder gewusst. Wenn er anfängt, hat er Wismut, auf was er sich einlässt. Und das Geld war auch natürlich auch immer sehr verlockend. Ja. Weil im Bergbaubetrieb, weil man dort wesentlich mehr verdient hat, ist besser versorgt worden und so weiter. Kannst du uns so ein Stück Pechblende mal zeigen? Ja, ich habe mal eins versorgt. Von einem Sammlerfreund. Das ist das sogenannte Blasenerz. Ja. Wenn Sie sehen, das sind die Blasen drauf. Hat sich natürlich nur dort ausgebildet, wo Hohlräume waren, sogenannte Drusen.
Hier kann man deutlich sehen, so ist die Abfolge vom Saalband bis zur Mitte, wo der Hohlraum war. Hier ist noch ein bisschen Klaus der letzte Lehmblei dabei und das schwarze Kompakte ist eben alles das Uranoxid. Sogenannte Pechblende. Pechblende, weil es die alten Bergleute verdient, war Pech. Das ist ein deutscher Name. Und deswegen ist der Name eingebürgert Pechblende. Denn dort, wo das Erz kam, gab es keine Silberverarzung mehr. Und da hat sich der Name eingebürgert. Und wenn man sowas zur Wismutzeit, zur DDR-Zeit gehabt hätte? Hätte man sehr große Probleme mit dem MFS gekriegt. Überhaupt mit dem Betriebsschutz, das war generell verboten. An jedem Posten war großer Geigerzähler. Es war an sich auch zur Kontrolle. Schlecht gewaschen, Fingernägel irgendwie, hat es schon ausgeschlagen. Und sowas, es wäre also nicht möglich gewesen, sowas mitzunehmen. Das ist übrigens ein Haldenfund. Von der Halde? Hat mein Sammelfreund hat das auf der Halde gefunden. Naja, das sind dann die letzten Sachen, das sind Silbererze auf der Halde gekommen und da waren aktiv teilweise und sind da solche Brocken mit auf der Halde marschiert. Sonst wäre das nicht möglich gewesen, so ein Stück mit rauszunehmen. Hat auch niemand gemacht. Also meins wissen es nicht. Ja, weil das, ich tue sowas auch nicht sammeln, es ist aktiv, man hat immer Strahlung und Radon im Zimmer, das ist ungesund. In diesem Rund enden 45 Jahre Uranerzberg bei einem Revier Aue Alberode. Der tiefste und größte Schacht Europas war das. Und hier haben wir also die Blocknummer und die Sohle hier. Die Sohle minus 35. Ja. Den Block habe ich angefangen. Der Buschmann und ich, wir wollten eigentlich immer abwürgen den Block, aber der große Karl-Heinz, das war ja ein Star-Geologe, das war wirklich ein guter Geologe. Deswegen haben die Beine gleich keine Finger mehr. 530 hier. Pass auf jetzt. Ganz entscheidend. Haben Sie Strecken? Die sind alt. 2,54 Meter. 2,40 Meter ist gebaut. 20 cm muss nein. Prima. Mensch, du hast viel gelernt. Das warst du eben, ne? Ja. Da hat sich der Streckenhauer ganz schön aufgeregt, der Herr Hohenhausen. Warum das? Na, weil wir so genau messen. Das ist doch richtig. Die sagt nur, Strecken ist ein bisschen anders. Aber musst du das ein bisschen genauer machen. Ja, aber genau so ist das. Die auf der Strecke, die haben ihre Bauern eingeschmissen. Oh, und jetzt hast du den natürlichen Wasserzufluss. Sehe ich aus. Und dann glasklar, das war da fast glasklar, da rührt keiner drin rum. Keine Fettaugen oben drauf, also soll einer sagen, dass wir schweinisch gearbeitet haben hier unten. Nein, klar, das kann keiner sagen. Und jetzt, Wolfgang, drehen dir nicht das Herz hier. Wie viel Hunde haben wir da schon? 1000. Das ist ja bloß ein Vorteil da in den Park, den Mann. Das ist genauso, als ob einer von Mercedes ein Autofriedhof sieht hier. Das ist wie so ein Trauerzug, ne? Wie viel Schweiß war in diesen Hunden drin? Wie viel Liter Schweiß, ne? Jetzt kommt sie oben von der Halde hier. Jetzt ist es nochmal schön. Das ist so schön als Mensch. Bergmännisch angehauchte Musik, wunderbar. Ja. Schneeberger Bergkapelle. Ja, das Zentrallager. Da waren Werte drin, wa? Und das schöne Erzgebirge. Das habe ich gesehen. Ist das nicht wunderbar? Herrlich. Und dann, das war ja das. Habe ich noch nicht gesehen. Ja. Sehen, ne? Wie viele Kilometer Stollen sind hier so im Schlemalgebiet? 4200 Kilometer insgesamt in dieser Lagerstätte Niederschlemal-Alberoda. Aufgefahrene Grubenbau. Durch die Wismut. Und aber vorher noch so aus dem Altbergbau sind es
Morgen Sammler knappe 42 Kilometer. Und die Wismut hat ja in den Anfangsjahren, also das heißt nach 46, auch auf diesem Niveau des Altbergbaus dann noch einmal Pechblätter abgebaut, sodass man von rund 74 Kilometer spricht, wo der Morgen Sammler dann nochmal erweitert worden ist. Und vom Morgen Sammler aus eben dann diese Abbau von diesem Niveau 330 Meter über NN eben bis nach Überdach durchgefahren worden ist. Aus diesem Grunde auch das gesamte Radiumboot dem Uran-Erzbergbau zum Opfer gefallen ist. Und es gibt also Verbindungen von hier bis Schneeberg, das alles durchbohrt, durchlöchert? Ganz genau, wie ein Schweizer Käse. Das existieren eben Verbindungen nach Überdage. Es entsteht hier Radon durch den natürlichen Zerfall des Urans, des Resturans, das, was hier noch vorhanden ist. Und um diese Gefährdung auszuschließen, müssen diese Hohlräume bergmännisch aufgewältigt und voll verfüllt und versetzt werden. Plombiert praktisch. So, dass kein radioaktives Gas mehr nach Überdage durchdringen kann. Aber man sieht hier an der dichten Gangfrequenz, dass hier Bergbau in einem riesen Umfang umgegangen ist. Wie viele Säulen sind über uns noch? Über uns sind noch zwei Säulen, 15 Meter Abstand. Es sind aber keine kompletten Säulen, es sind nur teilsäulenmäßig sind hier aufgebaut, erschlossen. Und es geht fast bis an die Baumwurzeln? Nicht fast, teilweise bis durch die Baumwurzeln durch, bis an die Tagesoberfläche. Also wir hatten hier in diesem Gebiet Oberschlema Tagesbrüche gehabt in einer großen Anzahl. Wir haben bisher hier in Schlema, was die Radonbelastung der Wohnungen betrifft, relativ günstige Verhältnisse. Es gibt ja hier einen Vorgabewert von kleiner gleich 250 Becquerel pro Kubikmeter Raumluft und nur in Anführungsstrichen etwa 7% der Wohnungen in Schlema sind höher belastet. In Schneeberg haben wir völlig umgekehrte Verhältnisse. Durch den Altbergbau haben wir also etwa 50% der Wohnungen größere Belastungswerte als 250 Becquerel pro Kubikmeter. Und um hier nicht ein zweites Schneeberg entstehen zu lassen, praktisch in Schlema, wird hier der entsprechende Weg gesucht, um das Radon aus dem Grubenbau gezielt abzuleiten. Was ist die gefährliche Strahlung? Das ist eigentlich die Alpha-Strahlung ist eigentlich die gefährliche, so wie ich weiß. Ja. Das Radon, was sich im Grubenraum befindet, ist ein solcher Alpha-Strahler. Ein Alpha-Strahler hat gegenüber den anderen Strahlenarten praktisch die 20-fache Intensität. Und wie wir ja schon gehört haben und wissen, ist das Radon als Alpha-Strahler besonders deshalb gefährlich, weil es praktisch vom Bergmann inhaliert wird und aufgrund seiner relativ kurzen Halbwertszeit praktisch in der Lunge in seine Zerfallsprodukte zerfallen kann. Das sind dann wieder feste Alpha-Strahler und die sind eben besonders gefährlich und haben zu dieser sogenannten Schneeberger Krankheit auch geführt, die also speziell Bergleute betroffen hat. Hier, wenn man das auf die Wismut bezieht, die in den Anfangsjahren unter schlechten Arbeitsbedingungen, also sprich hoher Staubbelastung durch das Trockenbohren, schlechte Staubbekämpfungsmaßnahmen insgesamt und praktisch in besonderem Maße aufgetreten ist. Herbert, dein Vater war auch betroffen? Bitte? Dein Vater war auch betroffen? Ja, mein Vater, der hat 1947 bei der Wismut angefangen, hier in Grogenstadt. Weil da ist praktisch von der Gefangenschaft weg dienstverpflichtet worden, will ich es mal so sagen. In diesen Anfangsjahren, ich würde sagen, das erstreckte sich bis in Zeitraum 51, auch teilweise noch 52, wurde trocken gebohrt, obwohl es eigentlich schon teilweise Voraussetzungen gab, dass nass gebohrt werden konnte. Die Hauer haben das, wenn der Steiger auf Deutsch gesagt, verschwunden war wieder. Haben die Hauer trotzdem trocken gebohrt und durch diesen Staub, durch diese radioaktiven Partikel, die in diesem Staub enthalten waren, die haben sich natürlich in den Lungenflügeln festgesetzt. Es war da ja nicht nur gegeben, dass die Schneeberger Krankheit entstand, sondern hauptsächlich auch die Silikose.
Mein Vater zum Beispiel, der hat 100% Silikose, ist voll invalide. Wann sind Sie nach Johanngeorgenstadt gekommen? 1949. Da war ich, war ich 12 Jahre. Können Sie sich noch erinnern? So an ja, an und für sich ja. Ich bin dann hier oben noch in die Schule gegangen. Ja, und dann habe ich hier geheiratet. Mein Mann, der ist von der Ostsee oben gewesen, mein erster Mann. Und ja, nur so. Und mein Vati, also richtig müsste ich ja so anfangen. Mein Vati, der ist 1948 nach Johannstadt gekommen. Da war der erst in Andunstal. Bei der Bismut, ja? Ja. Und von Andunstal sind wir dann nach Johannstadt. Da sind wir dann 49 Jahre gekommen. Da haben wir dann in Neu-Oberhaus gewohnt. Und mein Vati ist dann 1954 ist er dann gestorben an Silikose. Und na ja, und dann habe ich dann geheiratet. Und so ist das dann eigentlich. 54 ist Ihr Vater schon gestorben? Ja. Und 57 habe ich dann nachher hier geheiratet. Und meine Mutti, die ist auch bei der Wismut gewesen. Und dann nachher hat sie in der Wäscherei gearbeitet. Das gehört dazu. Was hat sie bei der Wismut gemacht, Ihre Mutter? Die war unter Tage hier, wie nennt sich das schnell? Markscheider oder? Nee, ja, sowas. Radiometristin? Ja, sowas, ja, hat Mutti gemacht. Und dann hat sie aber aufgehört und ist dann in die Wäscherei, weil mein Vati dann so krank war und da konnte sie nicht mehr voll arbeiten, also nur noch stundenweise gegangen. Ja, und das war's eigentlich. Und das, Ihr Vater ist am Uran? An Silikose gestorben hier an. Das ist Bergbaukrankheit gewesen. Mhm. Ja. Dort hinten, das sind alles ursprünglich Wismuthäuser gewesen. Und die waren wohl jetzt hier am schlimmsten dran, die weg sollen. Da haben sie wohl halt Geld. Und die Feigenheime hier, die sind ja dann von den Betrieben aufgekauft worden. Das hatte hier, das eine ist MAB Schkeuditz. Aber die werden das jetzt auch nicht mehr haben. Da sollen wohl jetzt, Wolga-Juden sollen da rein. Das hat hier einer von drüben aufgekauft. Und das hier, das Heim hier unten, das gehört hier RAW Berlin. Aber was da draus mal wird aus dem Heim, das wissen wir nicht. Und was so ganz allgemein mit der Strahlenbelastung hier so? Naja, da waren sie da hier. Ich habe mal hier unten in dem Heim gearbeitet. Und die Berliner, die waren ja so, hier das RAW, das sollte ein Kinderferienlager werden. Und da haben die Eltern sich wohl alle auf die Hinterbeine gestellt und haben gesagt, das wäre verstrahlt. Und haben sie dann diese Strahlenröhrchen in das Haus überall reingestellt und das mussten wir dann wegschicken. Also wir haben drüber gelacht, das ist paradox ist das, ne? Ich meine, bist verstrahlt, ist ganz Johannstadt. Bloß das will keiner wahrhaben. Verstrahlt ist es, das ist doch logisch, ne? Ich meine, wenn wir im Bett gelegen haben und die haben nachts geschossen, hier unten hier diese, das haben sie ja gehört, ja? In den Bergwerken? Ja, ganz Johannstadt, das ist genau die schöne Altstadt. Ich weiß nicht, ob sie die gekannt haben.
Das war so eine schöne Altstadt. Da ging hinten, wo die Berufsschule war, an die Kirche. Die sollte ja auch weg. Aber da sind sie wohl nicht rangekommen, weil die unter Denkmalschutz standen. Die steht heute noch. Ja? Ah, das Rathaus ist weg. Na, das war ja auch die größte Sünde. Die ganze Altstadt haben sie weggerissen. Und wie viele alte Leute sind dann, die haben sie in die Neustadt gesetzt. Und die sind dann nicht alt geworden. Wisst ihr schon, was ihr machen werdet? Mensch, ne? Ne? Na, meinst du heute oder was? Überhaupt. Lärm. Weil meinst du jetzt, was wir später mal werden wollen, ja, oder was? Apothekenhelferin würde mich interessieren. Und du? Berufssoldat. Bitte? Berufssoldat. Waren eure Eltern bei der Wismut auch hier? Mhm. Ja. Und hier haben also schon die Alten hier ab 1660, 70 ihre Arbeiten getätigt. Es gab ja mehrere. Was wurde es gab ja mehrere Perioden. Nicht? In Johannstadt ist ja im Bergbau ziemlich spät. Also wenn ich davon ausgehe, dass Freiberg 1168, so Schneeberg um 1460 rum, Annaberg auch um die Zeit, dann ist in Johann Georgenstadt eigentlich der Bergbau am spätesten begonnen worden. Auch Marienberg lag vorher. Aber typisch ist für das Erzgebirge überhaupt, dass es eine Periode gegeben hat auf Eisen und Zinn, dass dieser Periode dann gefolgt ist, das Silbergeschrei, der Bergbau auf Silber. Nachdem das mit dem Silber zurückging, hat sich die Bikonie-Periode entwickelt, also dann, wo Wismut, Nickel und Kobalt abgebaut wurde. Das zählt sowohl für Schneeberg als auch für Johann Georgenstadt. Und die vierte Periode, die dann der Dr. Sieber und seinen Werken dann nicht mehr bearbeitet ist, ist praktisch die Uran-Periode der Wismut gewesen. Ja, du bist aufgewachsen hier in Johann-Georgenstadt. Ich bin hier geboren und bin auch hier aufgewachsen. Und wann bist du zur Wismut gekommen? Ich habe 48 das Abitur gemacht und bin dann seit 49 zur Wismut. Ja. Und dann seit 49 bei der Wismut hier gearbeitet, bis zum Jahr 1953. Und bin dann 54 an der Akademie nach Freiberg, habe studiert. Ich bin dann natürlich nach dem Studium nicht mehr zurückgekommen. Ich bin dann 58 in Freiberg fertig geworden und bin von Freiberg dann wieder zur Wismut, aber diesmal dann zum Zentrum in Aue Niederschlemer. Und du hast hier als Hauer angefangen, ja? Hier habe ich auch, ja. Man fing als Fördermann an. So, das waren die ersten Arbeiten, die man ausführen musste. Ich habe nicht im Objekt 1 angefangen, sondern im Objekt 8, im Schacht 87. Dort wurde man zuerst eingesetzt als Fördermann, als Wasserzeichenreiniger. So. Wenn es einigermaßen geklappt hat, dann hat man die Chance, Lehrhauer zu werden und dann Hauer zu werden. So war bei den meisten die Entwicklung gewesen. Und hier stand mal das Zentrum von Johann-Georgenstadt? Das hier war das Zentrum, der Marktplatz von Johann-Georgenstadt. So. Das, die Gasse, die geht hier hoch, oder? Das hier. Diese ganze Stadt ist ja typisch für Bergbaustädte, typisch für Marienberg. Das ist das Muster eigentlich für die Anlagen solcher Städte. So wurde auch Johannstadt aufgebaut. Prachtig im Schachbrett wurde das aufgebaut. Man hat also diese Längsstraßen hier und diese im rechten Winkel dazu diese Gassen. Wir stehen hier auf dem Marktplatz. Das hier ist die Georgistraße, also früher Georgistraße. Wo jetzt Thomas hinguckt, stand das. Das ist die Georgistraße und hier links stand das Rathaus. Ja, so. In der Verlängerung über der Eimstöcker Straße dahinter stand
das Forstamt. Johann Georgenstadt hat ja ein Forstamt gehabt. Rechts unterhalb hier vom Johann Georg. Und die Straße hier hoch? Das ist die Engelschallgasse, hier oben ist die Hogenisterstraße. Und die Bäume sind also alle so alt hier, ja? Mit die Bäume sind dann gepflanzt worden nach Wismutszeiten. Also die Wismut hat hier praktisch bis 1958 noch Restarbeiten gemacht, ist dann 1958 generell hier verschwunden. Und die Kirche ist nicht abgerissen worden? Die Kirche ist nicht abgerissen worden hier. Da gab es entsprechende Streiter, die sich dafür eingesetzt haben, dass hier an dieser Stelle mit dem Abbruch Schluss gemacht wurde. Und wie man heute feststellen kann hier, wenn man das Kirchenschiff betrachtet, dann gibt es zwar einige Risse im Deckengewölbe, aber an sich, wenn man sich die Grundmauern und das alles betrachtet, hat sich das schon sehr gut gehalten. Und unter uns ist auch? Und unter uns, wo wir stehen, ist also Abbau, also Bergbau, rangeführt worden, praktisch bis 15 Meter, 20 Meter darunter. Einzelne Überhallen sind vielleicht auch etwas höher noch gefahren worden hier, sodass das Deckgebirge hier nicht allzu groß ist. Die Wismut, als die hierher kam, hatte sie natürlich versucht, überall, wo freie Flächen sind, Unterkünfte zu errichten und zu erstellen. Weiter unten zu nach einer ehemaligen Gaststätte, Gabe Gottes. In diesem Terrain, dort hat man dazu mal die sogenannten Mühlberg-Baracken aufgebaut, die man von Mühlberg hierher gebracht hat. Und da man natürlich gemerkt hat, dass das nicht ausreicht, hat man dann in Schnellbauweise, Plattenbauweise hier im Schwefelwerk, die Schwefelwerksiedlung errichtet. Und wohnten da Familien oder? Überwiegend wohnten da Kumpels drinnen in einem Zimmer, 3, 4 Mann. Erst später hat sich das dann eingebürgert hier, dass dann Familien eingezogen sind. Die erste Zeit waren ja die Kumpels alle ohne ihren Familien da. Und Pöhler, und es sieht ja, überall sind die Häuser ähnlich, ne? In Pöhler, überall, wo die Wismut war, hat man so Standardprofile gehabt und Bauten, die man da errichtet hat. Die findet man in Raschau, in Pöhler, findet man hoch in Rittersgrün, findet sie in Schlema, in der Hennecke-Siedlung. Ich habe mal gehört, ihr gehört sozusagen zum Wismutadel. Ja, Wismutadel, der Name deswegen, die schon lange dabei sind, also von vor 1950. Was so zwischen 46 und 50 ist, das ist dann so Wismutadel. Weil das so die erste Generation war. Das sind aber dann die schön vom Pulverdampf ergeuten. Ne? Ja, ja. Ja. Wann hast du angefangen? 47. Ja. 47 im Oktober. Das sind alle die über 60-Jährigen. Ja. Ich meine, das ist im Prinzip, ist das die Generation, die den Anfang noch mitgemacht hat. Und so viele gibt es nicht mehr davon. Und deshalb haben wir uns ja eben zusammengefunden, um Dinge aufzuschreiben, die nachfolgenden Generationen gar nicht mehr wissen können. Aus der Gründerzeit der Wismut. Als wir 1949 als junge Leute hier angefangen haben, waren wir natürlich erstmal damit beeindruckt, weil eigentlich die Rolle der UdSSR und die Rolle auch der Schachtleitung und des Sicherheitsregimes Mitglieder der Roten Armee waren oder Angehörige der Roten Armee waren. Und das war eigentlich das Erste, dass wir unseren Personalausweis, damals noch ein Ausweis aus der sowjetischen Besatzungszone, bei Betriebsanfang abgeben mussten und einen Wismut-Ausweis bekommen haben, der uns dann in unserem weiteren Lebensweg begleitet hat. Und der natürlich auch so ausgelegt war, dass er relativ stabil war. Das sieht man hier an der Pappe. Und wir den Ausweis praktisch beim Schachteingang abgegeben haben, dort einen Kontrollausweis zur Befahrung des Schachtes bekommen haben. Die Schächte waren ja rundherum mit
mindestens 3 Meter hohen Holzplanken verschlagen, Stacheldraht. Und hinter den Holzzäunen war noch mal ein 3 Meter breiter Streifen, der also auch nicht betreten werden durfte. Also das Sicherheitssystem war schön, sehr... Hunde? Ja, da liefen dann noch Hunde, ja. So dass also wirklich niemand raus und rein konnte. Und man hatte ja auch, wenn man den Schacht betreten hat, einen Ausweis, der nur im Schacht gegolten hat. Und wenn man wieder nach Hause gegangen ist, ähnlich wie das bei großen Fabriken mit dem Stechkartensystem ist, hat man dann vom Posten seinen eigentlichen Ausweis wiederbekommen, wenn man den Schacht verlassen hat. Mit dem man sich dann aber auch nur im Wismutgebiet aufhalten durfte. Denn das Wismutgebiet war ja eingegrenzt mit, wo also die Straßen direkt abgesperrt waren mit Schlagbäumen, sodass man also nur mit diesem Ausweis sich in diesem Gebiet aufhalten durfte. Im Grunde genommen ein Sperrgebiet, so ja. Muss man das... Naja, wie sah es aus? Also gehe ich mal von Johann Grotenstadt aus. Das war 1945 eine Stadt gewesen von knapp 7000 Einwohnern. Und innerhalb von 2 bis 2,5 Jahren hat sich dann dort eine Konzentration vollzogen in den Objekt 1. Dann gab es noch das Objekt 10, das wurde später integriert im Objekt 1 und das Objekt 8. Und im Nu bewegten sich dort in dieser Stadt 55.000 Menschen. Und Johannstadt als kleine Stadt, da waren schon auf den Straßen, auf den Wegen, auf den Plätzen, hat der Wismutkümpel bestimmt. Man muss bedenken, dass hier gerade in dem Wismutgebiet nach 1945 insofern die größte Not geherrscht hat, weil nach der Kapitulation 1945 hier noch bis zum Oktober keine Besatzungsmacht war. Aber auch niemand aus diesem Gebiet raus und rein konnte und somit auch keine Lebensmittel oder hier rangeschafft werden konnte. Die Leute haben in der Zeit von Mai bis Oktober 1945 hier die allergrößte Not gelitten. Und deshalb war das für die natürlich was ganz Besonderes, wenn sie heute einen Bergarbeiter hatten, der jede Woche mit Lebensmittelkarten Lebensmittel gebracht hat. Das war also, die Leute haben absolut, also die größte Not, die es gab, die haben das Gras von der Wiese geholt hier. Ich habe selbst hier in dieser Zeit gelebt hier. Also ich bin am 12. April 1945, ich habe gelernt und deshalb bin ich hierher gekommen und habe die Zeit mitgemacht hier. Also die Leute haben Otterzungen und Löwenzahn und alles Mögliche von der Wiese geholt, um überhaupt hier überleben zu können. Mit ein paar Körnern Salz und so haben wir das Zeug gegessen hier. Aber hier zu der Frage nochmal zu. Deshalb war die Wismut, als die dann kam und die sowjetische Besatzungsmacht das hier das alles aufgebaut hat und dann natürlich auch in diesem Umfang die Produkte und Lebensmittel und alles hier für die Bergarbeiter ankam, war das natürlich, da hat niemand von Uran gesprochen, ob das schädlich ist oder was weiß ich, sondern da ging es erstmal ums Überleben. Ja? Ja, also die Schuldfrage, die wurde damals nicht erörtert. Wir waren ja zum größten Teil, der Erich wird es bestätigen, wir waren alles junge Bengels von 20, 25 Jahren. Die Brigaden, ne, die Abbaubrigaden, die das Erz da gewonnen haben. Und wir sind jeden Tag mit Begeisterung eingefahren und wir haben den bewussten kommunistischen Genossen, haben wir geglaubt, die gesagt haben, ihr kommt hierher und ihr... seid hier und arbeitet hier, um den Frieden zu erhalten. Das haben wir damals geglaubt. Und wir sind jeden Früh, oder je nachdem, welche Schicht wir fuhren, sind wir mit Begeisterung runtergestiegen in der Schmiede, haben wir noch den Backbohrstangen mitgenommen und sind eine Stunde vorher runter und haben dort hier unten gewielt wie die Verrückten und haben uns gegenseitig ausgestochen. Jeder wollte das meiste und wenn wir rauskamen, mittags war die Wettbewerbstafel schon aufgeschrieben, wer wieder das meiste gebracht hatte. Und da wurde gemillert und Hemd an und sowas, das gab es nicht. Da hat man so alte, was waren das nur, alte Feuerwehrhelme oder was, da haben wir einen Rand abgeklappt und drunter hat man einen Filzhut und dann hat man eine Badehose an und eine Gummistiefel und die Kopflampe, ne? Oder die Bombe hat man damals noch. Da gab's noch und das war alles. Und da haben wir gemillert und wenn der Vogelmordin kam, ne, da hatte der Klick, wenn wir da mal 5 Minuten oder eine halbe Minute abgestellt haben und wenn wir dann runterkommen vom Block, da stand der Hund da mit Wasser, da haben wir mal reingehüpft, dass wir wieder den ganzen Schmuck von uns runter hatten und so wurde es. Wobei natürlich eine Tatsache ist, dass junge Leute keine Nur eins muss ich sagen, da oben auf den Sohlen, da kommt das Bohrmehl raus wie die Haferflocken.
Da hat uns das nicht geschadet. Und geschadet hat uns das meiste Bohrmehl hier, was von Trockenbohren gesprochen wird, auch nicht. Bei uns war dann eine Methode. Ob wir eine Schurre oder einen Abbau gefahren haben. Wenn wir geschossen haben, seien wir noch mal durchgekrochen durch die warmen Massen, die dann noch platzten von der Förster runter und haben geguckt, ob es richtig geschossen hat und ob noch Brücken stehen geblieben sind. Und dieser feine Sprengstaub, die braunen, gelbbraunen Schwaden, das war das Gefährliche, was wir eingeschluckt haben. Deshalb mein Kumpel hier, der damals die andere Brigade war, der Badramermann, der hat 100% und viele sei schon tot. Und wenn dann noch Quarz dazu kam, die lähmen alle heute nicht mehr. Dann macht ihr die auf. Meine jungen Leute sind die Fahnen auf. Die Schlacht von Zwickau, wie war das? Die Schlacht von Zwickau, das ging ja immer schlimmer los. Wenn ihr hier das Bild hier liegen habt, ne? Ja, eben. So sahen ja die Züge aus und ja. Die Polizei, es gab ja dann schon deutsche Polizei hier. Und wir hatten auch die Bismut-Polizei. Und das sollte in Ordnung geschaffen werden. Und da haben sie mal so eine ganze Kompanie eingesetzt, die Ordnung, die haben tatsächlich in Oberschlema angefangen, sind dann miteinander gefahren, mit ihren Fahrzeugen vor dem Zug her. Und wie der Zug dann in Zwickau kam, wollten sie Ordnung schaffen. Die hatten auch Hunde mit. Aber ich habe das erlebt. Ich habe damals noch in der Kaserne in Zwickau gewohnt. Die ganze Kaserne war voll Kumpels belegt. Und die konnten da an diesem Tag, wo ich das erlebt habe, nichts machen, die Polizei mit ihren Hunden. Die Kumpels haben die Schottersteine von den Gleisen genommen und haben die Hunde geschmissen. Und dann hatte ja jeder seinen Erzhammer in Stiefel, das war ja damals üblich. Ja, du hattest deinen Spitzen, da hatte ja deine ganz scharfe Spitze. Und ob sie Hunde erschlagen haben, weiß ich nicht, das kann ich heute nicht mehr sagen. Ja, aber jedenfalls, da war, aber nach und nach wurde dann Ordnung geschaffen und das, die meisten Kumpels waren auch froh darüber, denn jeder, der sich's einbildete, der hatte Notbremse gezogen, weil er da drüben gewohnt hatte und hat da keine Rücksicht drauf genommen, dass die anderen 1000 Mann im Zug, dass die dann 10 Minuten später kommen. Hier sitzen ein paar vom Adel der Bismut, ein paar, die auf die 60 zugehen, ein paar, die 60 schon überschritten haben. Und hier sitzt einer, der ist über 70 schon drüber weg. Eigentlich der Veteran des Bergbaus, der SDA Bismut. Der Mann, der die Anlegenummer 3 hatte, praktisch der dritte Mann war, der bei der Bismut die Arbeit aufgenommen hat und der heute als Veteran mit 73 Jahren, vor 3 Tagen hat er seinen Geburtstag gehabt und uns sitzt. Und deswegen bitte ich euch, das Glas zu heben, auch wenn 3 Tage schon vergangen sind, auf den Martin als ältesten Bergmann, da ist ja gewiss gut, das Glas zu heben mit einem Dreifach. Hip, hip, hurra! Hip, hip, hurra! Hip, hip, hurra! Ja, Martin! Glück auf! Der Steiger kommt und er hat sein helles Licht bei der Nacht und er hat sein helles Licht bei der Nacht schon angezündet, schon angezündet. Prost, Prost!
Lass mir noch lange lebst, Marlin. Prost. Also, Kumpel, Kollegen, ich freue mich heute, dass wir wenigstens wieder mal ein paar Mann so zusammen sein. Das ist wirklich eine große Freude für mich. Und dass man so noch geehrt wird hier, das ist herrlich. Also, glaubt mir das, die Wismut war meine zweite Heimat. Kann man ruhig mal sagen. Wir sind früher eingestiegen auf dem 15er Lichtloch. Da habe ich immer gesagt, wenn ich einen Fahrtendeckel über mir zu habe, bin ich zu Hause. Wirklich. Man lacht vielleicht drüber, aber das ist so gewesen, weil ich mit Herz und Leib und Seele bei meiner Arbeit war. Ich habe nichts anderes gekannt. Bergmann. Na, das war's. Prost. Ich komme nicht gerade zum Trinken. Herr Dr. Selige, welche Berufserkrankungen gab es bei der Wismut? Anerkannt oder nicht anerkannt? Der Häufigkeit nach liegt die Silikose an allererster Stelle. Wir haben etwa 10.000, ja. 10.000 Silikosen als Berufskrankheit anerkannt. Die zurzeit noch lebenden Silikosen treffen etwa. Also. Und an zweithäufigster Stelle haben wir dann das Bronchialkarzinom gehabt, das radoninduzierte Bronchialkarzinom, von denen rund 5.500 bisher anerkannt worden sind und mindestens 1.500 abgelehnter Fälle zur weiteren Anerkennung anstehen. Und wir gehen davon aus, dass noch Tausende ehemaliger Wismutbergleute, die Wismut nach kurzer Zeit wieder verlassen haben und dann irgendwo in den anderen Bezirken der damaligen DDR gestorben sind, an einem Bronchial erkrankten, ohne dass es jemand gewusst hat, weswegen dann auch vielfach die BK-Verdachtsmeldungen, Berufskrankheitsverdachtsmeldungen unterblieben. Also wir rechnen schon, dass eine Dunkelziffer etwa in der Größenordnung der anerkannten Berufskrankheiten besteht. So, und dann kommt als nächstes die Pressluftwerkzeugschädigung, auch mit etwa 5.000 bis 6.000 anerkannten Fällen. Dann die Lärmschädigung und am wenigsten ausgeprägt bei uns waren die degenerativen Wirbelsäulenveränderungen, die damalige BK70, oder Erkrankungen durch chemische Substanzen, insbesondere durch Nitroglycol im Sprengprozess, beziehungsweise durch Asbest in den Übertagebetrieben. Ich nehme an, Herr Dr. Mehlhorn, ja, ja. Da wo Uran abgebaut wurde, war natürlich Radon, ne? Natürlich. Und das andere Hauptproblem waren natürlich die Karzinome, ne? Also die durch Alphastrahler. Ja. Können Sie dazu noch was genauer sagen? Ja, wir sind ja der Uranerzbergbau gewesen in der Wismut und natürlich gab es durch die seinerzeit, insbesondere in den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg, natürlich arbeitshygienisch ungenügenden Bedingungen, eine hohe Erkrankungsrate, wobei man allerdings bedenken muss, dass erst nach einer sogenannten Latenzzeit von vielen Jahren, in der Regel Jahrzehnten, der Lungenkrebs auftritt. Das ist also normal, dass erst 10, 20, 30 oder 35 Jahre nach der Gefährdung der Lungenkrebs auftritt. Und wenn die Exposition, also die Gefährdung durch im Wesentlichen kurzlebige Alphastrahler, um die es sich hier im Wesentlichen handelt, ausreichend ist, erfolgt dann auch eine BK-Anerkennung, bekannt unter dem Namen Schneeweiger Lungenkrebs. Wobei das Problem des Ausreichendseins in den Jahren, seitdem hier Berufskrankheiten begutachtet worden sind, einer erheblichen
Bewegung unterlag. Früher wurde eine Schwelle von 450 WLM als ausreichend angesehen, die mit Sicherheit zu hoch war, während man heute über 100 oder 50 WLM diskutiert. Was sind WLM? Working Level Month, das ist eine physikalische Größenordnung über die Strahlenintensität. Das ist die Möglichkeit, die Strahlenexposition kumulativ zu bewerten über ein Berufsleben hinweg. Ich fasse also zusammen, dass die Lungenkrebse, die jetzt auftreten und die einem BK-Feststellungsverfahren zugeführt werden, im Wesentlichen aus den Anfangsjahren der STG Wismut stammen, wo besonders ungünstige Arbeitsplatzbedingungen geherrscht haben. Ja, wo ich in Bad Frenzel und Sachs gearbeitet habe, gleich daneben war eben der Schacht gewesen. Und da habe ich gesehen, was die Kumpel immer an Brot und Käse und alles nach Hause getragen haben, was sie gekriegt haben. Ne? Und wir hatten ja nicht. Wir waren Umsiedler. Und Hunger tut weh. Und da habe ich mich immer vor den Schacht gestellt und habe den Schachtleiter gefragt, ob ich nicht auch anfangen kann. Da hat er gesagt, ich soll heimgehen, ich wäre noch ein halbes Kind. Wie alt? Da war ich 17,5 Jahre. Ne? Da war ich noch nicht mehr 18. Der Schachtleiter war ein Russe, ja? Das war Russe gewesen. Und da war immer der Dolmetscher mit dabei, da musste ich das immer übersetzen. Ne? Und das ging 3 Wochen lang, bis ich den auf den Geist gegangen bin und hat er klein zugegeben, sagt, gut, ich könnte anfangen, leichter arbeiten eben. Ne? Naja, da habe ich ja so ein bisschen mitgemacht am Hof und dann kam die erste Oberleitungslok. Da sagte der Ingenieur, ob ich einen Lokschein machen möchte. Und da kann ich mit der Lok fahren. Und das habe ich nur gemacht und bin dann mit der Lok gefahren. Erst mit der Oberleitung-Lok und dann ging es auf Batterie, haben sie umgestellt. Naja, wo dann das Jahr rum war, ist der Schacht zugemacht worden. Und da habe ich bei der Vermesse angefangen. So bin ich zur Wismut gekommen. Ja, das war nach der Frühschicht. Da wollte ich nach Hause. Und wenn man durch die Ausweiskontrolle gegangen ist, da war eine Lampe angebracht. Und da haben die kontrolliert, die sowjetischen Soldaten, ob man Erz mitschleppt. Sie hat auch Radioaktivität. Radioaktivität, genau. Uran hier. Ne? Mhm. Und wer Erz bei sich hatte, da ist die Lampe angegangen. Naja, und vor mir sind 3 Kumpel schon raus, war keine Lampe an. Ich war noch nicht mal bei der Türe gewesen, blitzte die Lampe auf. Sagt der Soldat, bitte gehen Sie zurück, hat wieder 2 Kumpel dran genommen, mussten die durch, die Lampe ist nicht aufgeblitzt. Sagt er, jetzt kommen Sie wieder dran. Bin ich wieder hin, ich war noch nicht mal bei der Tür, ist die Lampe wieder angegangen. Sagt er, lieber in Kabine gehen, Kontrolle machen. Ja, da musste ich warten. Die Wismutbusse waren fortgefahren. Und da kam eine deutsche Polizistin mit so einem Schnorchel. Da musste ich mich ausziehen, ganz ausziehen. Und da hat die mich abgehorcht. Mit einem Geigerzähler? Mit einem Geigerzähler. Sagt sie, ich kann nicht feststellen. Und wo die dann weiter rauf ist und kam bei mir an die Haare ran, hat das geratzt. Ne? Sagt sie, jetzt haben wir's. Die Haare waren voll Erdstaub gewesen. Ne? Und auf der Sohle, wo ich gearbeitet habe, das war wie Tropenluft, feucht warm. Und da hat sich nur das feuchte Wasser und der Staub, der Erdstaub, in die Haare festgesetzt. Und ich habe ja nicht jeden Tag, ich habe zwar geduscht jeden Tag, aber die Haare habe ich mir ja zu Hause gewaschen. Und ich bin ja nicht mit nassen Haaren heim. Ne? Und da war das gewesen. Ja. Da konnte ich dann schön nach Hause laufen, weil alle Busse weg waren. Sagt er, na ja, sagte dann der Soldat. Müssen wir machen, das müssen wir machen, ist Vorschrift. Tja. Ach, das wollte ich sagen, dass du deinen Beruf, nachdem du, das war wie bei so einem Marathonläufer, du hast deinen Hungerast und wenn du den kritischen Punkt überschritten hast,
dann kannst du sagen, dann hast du erst als Bergmann deinen Beruf geliebt. Ja. Richtig. Vorher bist du auf Arbeit gegangen, manchmal auch die Wärme, die Hitze und hast die Schnauze voll gehabt. Herr Moppel, wofür habt ihr denn nun eure Knochen hingehalten da so? Ja, wenn man das sich jetzt überlegt, für nicht und wieder nicht. Für nicht und wieder nicht. Das ist das Traurige. Wenn man sich jetzt das mal überlegt, was wir geleistet haben und für was wir das geleistet haben, das ist... Kennen in die Tränen kommen, ne? Ich möchte sagen, auch für Wohlstand haben wir. Ja, das ist auch schon mal die. Aber ja, im Großen und Ganzen. Wir haben keine Gitter oder irgendwie was produziert. Wir haben jetzt haben wir was produziert, was jetzt überflüssig ist auf der Welt, ne? Was nicht mehr gebraucht wird. Über die vielen Jahre, ständig im Dreischichtbetrieb. Immer mit voller Leistung, nur Akkord. Was anderes gab es nicht. Ja. Also, es gab kein Frühstück und kein Mittagessen während der Schicht. Einfahren, Jacke hinhängen. Arbeiten, bis zum Ausfahren, Jacke anziehen, raus. So war der Arbeitsablauf gewesen. Im Laufe dieser 40, 45 Jahre, die der Wismut bestand, sind hier die reinen physischen Arbeitsleistungen, auch die technische Leistung, es war eine absolute technische Leistung, in dieser Tiefe bis 1800 Meter Bergbau überhaupt zu betreiben. Es war so. Ich meine, ich bin... 35er Jahrgang. Ich habe als Kind einen Krieg mitgemacht, ja, also eine schlechte Kindheit gehabt, Vater und Mutter verloren. So, ich bin bei meinen Großeltern aufgewachsen und habe dann Tischler gelernt, 3 Jahre. Als Lehrling 45 Mark Lohn im Monat. Als Geselle ausgelernt, 1,5 Mark Stundenlohn. Natürlich hat dann der Wismut gelobt, die Lehne. Wir gehen zur Wismut. Und das war jetzt mal ein Trend, dass alles, was ausgelernt hat, ist zur Wismut gegangen. Da habe ich dann angefangen, irgendwann auf Schach 15b, als Fördermann, wie das so war. Da hat man sich gefreut, dass wir eingestellt wurden. Genau zu meinem Geburtstag, am 2. Februar, habe ich da oben angefangen. Das war meine erste Schicht auf dem Schach 15b, wo ich eingefahren bin. Am Anfang war es auch hart. Und solche technischen Möglichkeiten, wie wir sie dann später hatten, gab es ja nicht. Dort ist einem alles geschaufelt worden. Und was wir für Berge manchmal runtergeschossen haben, und dann nur mit einem Schaufeln, einer hieb, einer trieb, ne? Das kann man sich gar nicht vorstellen, was wir da für Massen bewegt haben. Tag aus, Tag ein. Da waren auch manchmal Schichten dabei, wo du gesagt hast, also... Das habe ich schon ja, heim, geschlafen und aufgestanden und wieder auf Arbeit. Bis sich das dann nach und nach so eingepegelt hat. Und dann hat man auch Gefallen gefunden und ich kann heute sagen, also der Bergmann, das ist der interessanteste, und der schönste Beruf mit war, also, weil von jedem immer wieder gefordert worden ist. Vielseitig. Du hattest jeden Tag eine neue Situation. Also es war nie immer dasselbe, höchstens wie beim Streckenvortrieb, dass der Zyklus da war und der Stein das gleiche war. Da war Bohren, Schießen, Bauen, ne, so. Also, währenddessen auf dem Abbau, gerade im Gang, Bergbau, das war jeder Tag oder ein anderes. Ne. Ja, die Wismut-Kumpels sind so gefahren, wie sie in den Schacht eingefahren sind, die erste Zeit. Also in ihrer Arbeitskleidung, so, ob das nun hier Stoffhosen waren oder dann später schon Gummianzüge, so, mit Stahlhelm, irgendeiner Kopfbedeckung hier, Gummijacken hier. So wie sie im Schacht gearbeitet haben, so sind sie hier angekommen und so sind sie auch wieder abgefahren. Die ersten Jahre zumindest. Weil sie ja da in dieser Zeit weder Tischkombinat hier, noch Kauen, noch Wäschereien, noch sonst etwas gegeben hat. Hier. Der Kumpel ist so nach Hause gefahren, wie er von der Arbeit gekommen ist. Und manchmal war das nicht nur so, dass er bis nach Schwarzenberg oder Aue so gefahren ist. Manchmal sind sie in dieser Kluft auch in Leipzig aufgetaucht. Hier. Mit Stahlhelm, mit Erzlampe, mit Carbidlampe und Erzhammer. Und dann ging bei Schichtwechsel in die Kneipe hier. Ja, bei Schichtwechsel, das konnten nur die in die Kneipe denen, die aus dem Schacht kommen. So, die anderen hatten dann zu tun, auf den Schacht zu kommen. Aber bevor dann der Zug wegfuhr, der jeweilige Schichtzug, dann wurde schon als erstes mal ein Trink hier in der Kneipe genommen. Und manch einer hat natürlich dann zu tun gehabt, hier den letzten Zug zu erwischen hier, um mit dem dritten Zug noch wegzukommen. Thank you.
Was hast du gesagt, ihr habt, also die Wismut insgesamt hat 220.000 Tonnen angereichertes Uran. Metall, also Uran. Uran ist ja in verschiedenen Variationen vorhanden. Ob das eine Uranocker ist oder Uranklimmer ist oder Uranbechblei, der ist. Das, was man sagt, wir haben gesagt Uranmetall, das ist also Uran als Metall, diese 220.000 Tonnen, die man heute in der Presse auch veröffentlicht, was insgesamt von der Wismut insgesamt gewonnen wurde. Und führend in dieser Geschichte war tatsächlich anfangs das Objekt 1, war ja das Objekt 1 praktisch schon im Juni 1946 gegründet worden ist. Kurz danach ist das Objekt 2, also Schlema, im Hangenden des Roten Kamms gegründet worden. Und danach dann das Objekt 3. Das waren praktisch die ersten drei Objekte, die bei der Wismut hier voll einstiegen und Erz brachten. Mit einem gewissen Zeitschlupf ist dann auf alle Fälle dann Zoo bis zur Wehen, also Auerbach, diese Ecke hier. Aber so viel wurde insgesamt gar nicht gebraucht, ne? Für die. Ja, die Frage einzuschätzen, um für eine Atombombe hier die Mittel zu haben, dazu hätte man sicher nicht die 220.000 Tonnen Uran gebraucht. Wieso wurde für eine gebraucht? Ja. Wenn man einschätzt, ja, dass praktisch die Kernspaltung ja letztendlich nur eine Initialzündung für eine Wasserstoffbombe darstellt und aus dem U-235 man damit rechnen muss, in Größenordnung von 10 Kilogramm hier als Initial, das ausreichend ist, dann kann man sich heute vorstellen, ja, wie viel von diesem Spaltmaterial zusammengetragen wurde und wie viel Initialzündung da für solche Bomben hätten produziert werden können. Ich persönlich würde sagen, schon aus den ersten Jahren heraus, als es darum ging hier, in diesem Kampf, Erhaltung des Friedens hier und das militärische Bad herbeizuführen. Ja. Der Kalte Krieg. Ja. Ja, dass der Johannstadt alleine ausgereicht hätte mit dem, was hier an Erz gebracht wurde. So, um das, was die Kriegstechnik anbetrifft, hier voll abzudecken. Ja. Was wird mit dem anderen passiert sein? Sicher, wo diese Materialien heute liegen und sicher sind die nicht nur für militärische Zwecke aufbereitet wurden und sicher sind das heute Energiereserven, die ich, so schätze ich ein, meine, dass die irgendwo in der Sowjetunion gelagert sind. Dass man irgendwie mit der Uranproduktion auch irgendeine Art von Schuld auf sich geladen hat, so diese. Wie wir das empfinden hier. Weil wir für die Uranproduktion gearbeitet haben, dass wir das als Schuld empfunden haben. Nein, zu damaliger Zeit nicht und sicher auch aus heutiger Sicht nicht. Also alle Erfindungen, beginnend von der Steinzeit, haben Positives und Negatives. Und eine Atombombe und ihr Einsatz, eine Wasserstoffbombe ist das Negative und ein Atomkraftwerk und eine Energieerzeugung ist das Positive. Na, und dann sind wir den nächsten Tag früh um zwei nach Hause gekommen. Dann war das Elend perfekt. Aber wir haben uns bis Wochenende wieder durchgearbeitet bei der Frau. Ja, ja, ja. Und die Wismut kommt mit dem Bockwurst gekauft. Diese ungeschliffenen Diamanten unserer Ehefrau. Weiter geschliffen.
Du musst ja einen Diamanten schleifen, das erfetzen wird. Du musst die Facetten des Lebens erkennen. Ja, dazu. Nee, ja. Ich habe mein Parfüm eingestimmt, die ist schon zu klein. Die letzte Schule vom Steiger. Alles klar? Alles klar? Heinz, du kennst doch schon die letzte. Kann doch bloß was Schweiniges sein. Vom Steigerlied, komm, mein Bruder. Den letzten Tor. Ins Bergwerk ein, wo die Bergleut sein. Ging der Schacht bloß ein Jahr. Ist zugemacht worden und dann bin ich nur drunter in Bingis. Da war ich am 127er, am 27er Schacht. Dann ging es hoch wieder am Schacht 64. Von Schacht 64 nach dem 38er. Von 38er ging es über nach 207. Von 207 bin ich dann nach 366. Von Schacht 366 auf 371. Das war dann Endstation gewesen. Wann war das? Das war 89. Bis 89, 11. April. Also bis zum Schluss praktisch? Ja, fast bis zum Schluss. Und wie lange waren Sie unter Tage? 20 Jahre. Unter Tage? 100 Tage. Die anderen war ich über Tage gewesen. Ne? Waren nicht immer so höflich, die Männer? Wie erzählt wird oft. Nee. Die waren saugrob, waren die manchmal. Die haben auch manchmal, ich habe erste Zeit, wie ich mit Wismut angefangen habe, ich habe bitterliche Tränen weinen. Nicht, die waren so gemein. Ne? Also das bin ich nicht gewöhnt von zu Hause. Ne? Die Redensarten. Wenn wir in Stolberg, Schluss, ne? Die haben uns nicht mal in den Zug reingelassen. Wir haben auf dem Trittbrett gestanden. Ne? Bis nach Stolberg sind wir gefahren. Nicht im Zug haben sie uns da reingelassen, die Kumpel. Ich bin unter Tage dann mit den Männern sehr, sehr gut ausgekommen. Also ich kann wieder nicht klagen. Unter Tage. Ne? Aber Sie haben viel weniger verdient. Mit 580 Mark bin ich heim und habe Schichten gefahren, 40 Jahre lang. Ne? Und was haben die Männer verdient? Und jetzt sage ich doch, die Männer, die haben 3000 Mark. Und dann noch Erzgeld extra. Und ich saß dann unten im Triefstand, da hatten sie mir bloß so eine Nische ausgeschossen, ne? Wo ich mit meinem Gerät saß. Mit Geigerzähler? Ja. Zum Messen? Nicht, war direkt ein Kasten gewesen. Das war alles eingebaut von sowjetischer Apparate. Und über mir haben die Hauer gebohrt. Ich habe denselben Erdstaub geschluckt wie die Hauer. Bloß, dass ich eben unten saß unter denen. Ne? Wozu war das? Diese Maske haben wir aufgehabt. Müssen wir auch 6 Stunden tragen. Und da haben wir Helm noch drauf gehabt. Und das ist für Steine schlagen gewesen. Das hier. Wenn wir den Stein geschlagen haben. Also ich habe selber die Maske müssen reinigen und da habe ich die Filter müssen wechseln. Da war so ein Staub drin. Also das ist unmöglich gewesen, ne? Hier drin, hier so. Das ist nur eine andere Maske, die richtige Maske ist nicht, aber ist so hier. Hier war so ein Filter drin, ne? Und die Brille hatten Sie auf, wenn Sie... Wenn die Steine schlagen würden, da ist die Brille aufgesetzt worden. So haben wir bloß die Maske aufgesetzt, diese Maske und ein Helm. Da haben wir den in Tscheche 50, da ist Erzaufbereitung gewesen, bis tagtäglich, bis 6 Stunden, müssen wir die aufwärmen. Ne? Das haben Sie mit Hämmern gemacht? Mit einem großen Fauster. Ich sag mal, großen Hammer. Ne? Da müssen sie durchgeschlagen werden. Ich habe so, also für mich aus, habe ich so gemacht, habe ich erst den Hammer auf den Stein fallen lassen. Denn wenn er springen tut, halt stopp, da kann ich erst zuschlagen. Ne?
Und wie schwer waren die gespalten? Das sind solche Brocken gewesen. Ne? Und sind viele, auch Kolleginnen, gestorben. Es sind viele, die zusammengearbeitet haben, sind viele gestorben. Auch ein Kumpel, mit dem zusammengearbeitet hat, auch gestorben. Ne? Die gut zusammengearbeitet haben, das hat mir sehr leid getan. Ne? Und wenn man hört, dass die gestorben sind. Ne? Und was soll ich da weiter sagen? Es ist so viele Sachen, was man alles nicht mehr denken kann nicht, aber ich kann Ihnen das alles nicht so erklären, wie das zugegangen ist. Glück, muss ich sagen, das größte Glück für mich ist, dass ich noch lebe. Viele meiner Kumpels, zum Teil jünger als ich, sind schon längst auf die 2-Meter-Söhle eingefahren. Ja. Und Pech, ich habe wirklich im wahrsten Sinne des Wortes zigtausend bittere Pillen schlucken müssen, durch die vielen Schmerzen, die ich durch diese Krankheiten hatte. Einmal ist es hier dieser Pressluftschaden, wo mir das Bein spontan, der Oberschenkel spontan im Krankenhaus durchgebrochen ist. Dann ist es, ich habe einen schweren Herzschaden, deshalb musste ich aus der Grube raus als Hauer. Dann habe ich seit 1969 bin ich kontrollvoll auf Silikose. Dann habe ich Pressluftschaden in Ellbogen und Gelenkschaden im Kniegelenk, Bergmannsknie, sagt man da. Dann Gehörschaden, dann Krebs, Darmkrebs. Das war auch Krebs. Haben wir so alle 5, 6? Aber trotzdem, ich bin ja die 40 Jahre, habe ich ja trotzdem gelebt. Ja. Schlimmer im Zusammenhang, das größte Unglück, ich habe vorhin vom größten Glück, dass ich noch lebe, gesprochen, das größte Unglück im Zusammenhang mit dem Uran, mit der Atomenergie, das ist, dass 58 unser jüngster Bruder an Leukämie sterben musste. Ich habe das 2 Jahre miterlebt, wie der da unter Schmerzen qualvoll. Ich habe ihn dann noch zuletzt von Weimar-Nora mit dem Sonderflugzeug auf eigene Kosten in die Charité nach Berlin fliegen lassen und habe gehofft, dass die Kuppelkanone ihm hilft, aber das hat alles nichts genützt. Da hat mir damals in Berlin-Buch hat mir ein gewisser Professor Lührs gesagt, das ist alles gar nicht so bekannt, aber im Jahr sterben ca. 80.000 Menschen, das war 58, 80.000 Menschen rundherum auf der Welt an den Atombombenversuchen. Und zumeist junge Menschen. Und das war eigentlich mein größtes Unglück. Die alte biblische Geschichte von Kain und Abel hat sich hier bei der Wismut auf jeden Fall, man braucht ja gar nicht bis nach Tschernobyl zu gehen, hat sich 100.000-fach wiederholt. Und deshalb, wenn man dann am Ende seines Lebens steht, da zieht man das Resümee. Andere kommen auf ein anderes Ergebnis, aber ich komme auf das Ergebnis, die Wismut war nicht nötig. Sie hat mehr geschadet als genützt. Das ist meins und ich habe hier die 45 Jahre Wismut-Geschichte aufgearbeitet und natürlich sind da mein Erkenntnisprozess über diese ganze Zeit ist damit aufgeschrieben, die 10.000 Seiten. Und ich habe schon 1981, wo mein bester Kumpel an Schneeberger Lungenkrebs starb, habe ich sein Begräbnis aufgeschrieben. Da habe ich schon, dann guckst du mal her, Volker, was ich da 81 schon geschrieben habe. Fluch oder Segen habe ich da geschrieben. Und seit 86 ist für mich, seit Tschernobyl ist für mich die Frage geklärt. Heißt nur noch Fluch. Vor ein halben Jahrtausend hat ja das genialste Genie, Universalgenie, das begnadetste Universalgenie der Menschheitsgeschichte, hat ja das schon vorausgesagt. Aus den unheimlichen dunklen Höhlen wird etwas kommen, was vielen Menschen das Leben kostet, ganze Wälder vernichtet und großen Staaten ihre Regierung bringt. Ne? Leonardo. Ja, ja, so war das. Ja. Da hat es mit Spiegelschrift, mit Links, damit es keiner lesen konnte, von denen, die das nicht lesen sollten, hat er das damals schon aufgeschrieben.
jetzt mal kennen, oder? Weihnachten 52. Haben Sie damals auch noch bei der Wismut gearbeitet? Ja, habe ich bei der Wismut gearbeitet. Es war unser schönstes Weihnachten. Da hatten wir das erste Mal für uns die Wohnung, dass wir alleine waren. Naja, und unter primitivsten Voraussetzungen haben wir uns eben den schönen Weihnachtsabend gestaltet. Wie war es so? Man musste den Heiligabend noch arbeiten, da kam dann spät und hat noch Weihnachtsschmuck mitgebracht, einen Tannenbaum, sodass wir am späten Nachmittag doch noch alles fertig gemacht haben. Und dann zum Heiligabend, wie es hier im Erzgebirge Tradition ist, Gläse und Gänsebraten gegessen haben. Und eben den Weihnachtsabend so, wie er hier im Erzgebirge üblich ist, gefeiert haben. Erzählen Sie noch mal von der Erzwäsche, wie die Arbeit da so war. Ja, da gab es zwei Abteilungen. Die Trocken- und die Nasse-Abteilung. In der trockenen Abteilung wurde das Erz gebrochen und lief dann über Bänder in die Nasse-Abteilung und dort wurde es gewaschen und auch wieder durch Maschinen, durch Kugelmaschinen und Setzmaschinen zerkleinert und voneinander getrennt. Über Schüttelherde in der nassen Abteilung. Und wir waren eben immer im Wasser mit Gummistiefeln und Gummisachen. Aber geschützt hat uns das auch nicht. Lediglich vor der Nässe. Also immer direkter Umgang mit dem Uranerz. Ja, immer Kontakt mit dem Erz. Du führst ja die Behinderung eurer Tochter da auf diese Arbeit auch zurück, nicht? Naja, das muss man sehr weiträumig sehen. Es ist doch so, dass eine Mutation unter Umständen erst nach Generationen eintreten kann, also eine strahlenindizierte Mutation. Da beide Partner dominant sein müssen für Genschäden. Also sowohl Frau als Mann müssen beide Genschäden aufweisen, wenn solch ein Genschaden oder überhaupt so eine Schaden dann bei Nachgeborenen eintreten soll. Aber hier spielt eine Rolle, dass meine Vorfahren mit Sicherheit im Bergwerk hier, im Silberbergwerk, tätig waren und bereits aus dieser Sicht Genschäden in meiner Person angelagert sein könnten.
Und nun noch diese Frage, dass meine Frau eben dort direkt vor Erz gearbeitet hat. Ich habe mich mit Wissenschaftlern darüber unterhalten, die sagen, das ist nicht auszuschließen, dass im Einzelfall solche Schäden bereits hier also durchaus eingetreten sein können. Aber leider, die Wissenschaft hat es nicht ausgeforscht und auch in der Geburtenklinik wurde diese Frage schon zu jener Zeit und auch heute nicht bis dorthin verfolgt. Also die haben zwar eine Registratur, inwieweit sie missgestaltete, also Neugeborenen haben, aber es ist nicht erfasst, in welchem Umfang die berufliche Tätigkeit der Eltern das herbeigeführt haben könnte. Es wird nicht erkundet, welche Tätigkeit für den Eltern, Großeltern und so weiter aus. Das ist ein Mangel, der wahrscheinlich auch nicht mehr aufzuholen geht. Aber für die Zukunft, für zukünftige Generationen ist das eine sehr entscheidende Frage, ob hier Genschäden entstanden sind, die sich in mehreren Generationen dann noch auswirken können. Und das muss heute schon angegangen werden, solche Sachen gründlich zu untersuchen, um das nach Möglichkeit auszuschließen. Setz mich mal drücken. Nee, so nicht. Ja. Das ist gut. Du kannst du wieder aufhören. Schwitzen wir ja noch mehr. Eine Wismutstatistik aus dem zweiten Halbjahr 1949. 1281 Bergarbeiter tödlich verunglückt. 3467 Arbeiter amputiert. 16560 Gesundheitsschäden schwerster Art. 11376 Arbeiter geflohen. 534 Arbeiter wegen Sabotage von russischen Gerichten zu langen Freiheitsstrafen verurteilt. 938 Arbeiterinnen wegen vorgerückter Schwangerschaft vorzeitig entlassen. 8465 Arbeiter als geschlechtskrank gemeldet. 234 Dienstverpflichtete durch Selbstverstümmelung arbeitsunfähig. Nun habe ich da was verpasst. Da hilft doch nämlich noch keiner. Das saust ab und. Das ist immer. Darum hatte ich jetzt ein bisschen mehr zugedreht. Ihr seid die Brüder? Ja. Die Orgi. Mit Vornamen? Das ist der Rudolf, ich bin der Albert. Und das ist euer Energiekonzept, ne? Ja, ja. Ja, ich, wir machen einen Strom vom ganzen Wohnhaus. Haben wir ein ganzes Wohnhaus haben wir verkabelt, haben wir alles Heizkörper. Und dann machen wir vom ganzen Haus einen Strom. Wir machen Wechselstrom. Der Generator ist 55 kW. Und die Turbine macht vielleicht so 80 PS. Je nachdem, je nach dem Wasserangebot. Kann man auch drei zu drehen. Besser als Kernenergie, ne? Ja, nur freilich, ja, das ist gefährlich, da sind wir sauber, ja, Wasser. Ja. Aber ringsherum haben sie Uran abgebaut, ne? Ja, das, ja. Ist auch, das war auch gefährlich. Da haben wir uns nicht damit voll gemacht. Das haben wir auch gar nicht so wahrgenommen, aber dann hat man wenig Kontakt mit so einem Arzt von der Wismut. Ja, und da wurden wir dann ein bisschen schon ängstlich, wie der uns ein bisschen aufgeklärt hat. Wann war das?
das war, Kopf war vielleicht das schon. Ja, ja, ne, das war ganz schön später gewesen sein. Ja. Ja, das war vielleicht schon 55 dann gewesen sein. Ne? Aber ich habe ja hier. 47 ging das dann los. Aber einfach, ich habe ja die Bibliothek und die alten Bücher. Und dort ist dann das schon beschrieben, schon die Schneeberger Krankheit ist das schon in den Büchern beschrieben. Und da haben wir das schon gewusst. Und wir haben natürlich alle, meinen Bruder und die Arbeiter, haben alle gewarnt. Und die sind auch bei uns geblieben. Und keiner ist zur Wismut. Und alle haben auch ein hohes Alter. Wie die aber auch mit den Ohren umgegangen sind. Die brauchten das auch, denn wenn die hier war, da war mir gerade der Doktor mit da, da brachte einer schön Pocken aus der Hosentasche raus. Bei uns sind doch drinnen nach, die haben die Leute, die Mädel haben. Haben die das den Frauen gezeigt? Und der Arzt sagt, Mensch, wenn dieser Seite an sagt, wo hat er denn ein bisschen aufgeklärt? Das was macht er hier? Was macht er hier? Die Frauen brachten das mit, die im Schacht gearbeitet haben. Und die haben zum Dachfenster runterrollen, dass das lachende Dachrinne das so haben. Ach, und das sagt, ist ja nicht so gefährlich. Die Angehörigen von der Sowjetarmee, die das bewachen, die sitzen ja Tag und Nacht, die sehen auf die Kisten drauf, ne, und spielen das Skat. Sagt er, oh meine Fresse, sagt der Arzt, oh wei, oh wei, oh wei. Da sagt er, Albert, ich bin wohl froh, ich bin auch froh, dass du nicht dabei bist. Nein, das sind alle gewarnt. Ihr habt eure Arbeit ja nicht so gemacht. Keiner ist so wissen, obwohl die viel Geld verdient haben. Und bei uns war also ein Hungerlohn in der Badenindustrie. Ja. Wie war denn das, als die ersten Einquartierungen kamen von der Wismut? Ja, da war nur was los. Ich kam da gerade von Feld und da waren die angekommen. 17 Frauen kamen da und da war eine Hitze war da gerade an dem Tag, eine Wärme. Und ich wollte da Wasser holen aus dem Waschhaus da. Aber so von früher wo wir der Kier immer trinken. Und da hatten wir auch eine Badewanne drin, das war ein Waschhaus. Mit Dampf. Mit Dampf haben wir da. Ja, und da waren die lang in diesem Waschraum. Und haben sich alle gewaschen. Ich wollte vor der Kieh und vor der Pferde Wasser holen. Und da waren die alle entleidet da in diesem Waschraum. Und ich wollte gleich wieder raus. Ich war damals so 17 Jahre. Ne? Und ich sagte, bleib noch da, sagten die, was wollt ihr kommen? Du bist wohl hier der. Ja, Chef, ich sagte, ich bin der Sohn. Und ja, ich will den. Und komm da rein. Und ja, oder? Warst du mit drin? Das war eine schöne Sache damals. Ja, als du aus der Gefangenschaft ankamst, was haben Sie denn da erzählt von der Wismut? Naja, da haben wir natürlich viel Geld verdient. Ich war ja Steicher gewesen, ich war in Donbass gewesen, kam 1949 im Oktober wieder zurück. Und ich war Steicher, hätte können also hier schon im Bergbau anfangen. Ja, aber die Sache war mir doch ein bisschen schon mal von meinen Bücherherren von der Schneeberger Krankheit, die ich ja kannte. Und da habe ich gedacht, na, da fangen wir nicht an, da machen wir lieber Pappe. Und was hast du so gesehen, die Züge, die durchfahren mit den? Ja, freilich, das sind natürlich, ich kam dann, wo ich von der Gefangenschaft kam, waren wir erstmal, wir waren doch nur schon ein bisschen, so viel Geld haben wir nicht gehabt. Und wir haben ja Wasser getrunken auf der Fahrt hierher. Jetzt komme ich hier an, weil ich dachte, was ist denn hier los? Die fahren hier über der großen Brücke weg, auf dem Zug stehen die alle im Kopfstand. Oben auf den Wagen, keiner ist im Wagen gefahren. Die Wismut-Kumpel, alle auf dem Dach, im Hochstand über der großen Brücke weg. Na, da war es denn hier los? Alle blau. Ja. Wann das war 49, ne? Wo ist er da ankam? Ja, 49 im Oktober, das 49, ja. Dann kam schön das Wetter. Es war ein Wetter im Oktober, wo wir ankamen, ja. Ja. Das war schön durcheinander. Vor allen Dingen mit den Lehen. Ja, war das nicht so einfach. Die haben ja viel Geld verdient und dann abends, wir haben ja Nachtschicht gemacht, wir haben 3 Schichten gearbeitet. Und dann nachts, wenn die Kumpel von der Schicht kamen, man müssen ja bedenken, wir hatten 17 Frauen hier und da kamen auch Männer her. Das ist klar, war da interessant. Und die kamen dann in der Nachtschicht hier rein und saßen dann hier bei uns am Kollergang. Und wir hatten hier diese Erzkübel, viel solche Erzkübel da. Und wir haben umgedreht und da saßen wir alle hier rundherum. Die Erzkübel drauf? Ja, die Erzkübel drauf. Und natürlich auch den jüdischen Wodka mit.
Und da war das schon ein ganz schönes Jugendleben, möchte man sagen, hier in, nachts in der Nachtschicht. Und die Schicht ging da auch ein bisschen schnell vorbei. Wir haben meistens was gefeiert hier. Ja. Drumherum saßen sie alle hier um den Kollergang. Um den Kollergang rum, hier mit auf diesen Kübeln, die wir hier verarbeitet haben im Kollergang. Und alle Freunde von dir hast du auch sterben sehen? Ja, ich hatte 6 Freunde und die wollten mich damals hier, jetzt wo wir hier treten, wollten die mich an den Abend mit werben vor der Wismut. Und da sagte ich, nee, ich bleibe lieber hier und wenn ich ja nicht so viel Geld habe. Und ach, sagten, das wird schon nicht so schlimm, du machst das immer so, du malst da immer den Teufel an der Wand und du bist schon von Schule auf immer so und hast uns immer so Angst gemacht. Ich sage, nee, da ist schon ein bisschen was, mit den Ärzten ist schon ein bisschen was dahinter und ja, ich gehe da nicht mit. Ja, und dann war das auch so, die waren dann alle. Alle einer nach dem anderen, der eine ihrer, der andere später, alle haben dann weg. Alle gestorben. Und der eine war Steiger hier, der wohnte da gleich in der Nähe hier. Na, ja. Ich sagte, mir passiert doch nichts. Und ich bin doch nur meistens unten bloß in der Schreibstube und so. Ja, ja, aber da war der mal im Anfang, war, hat der Zimmermann gemacht. Und da haben die solche alte Schächte aufgefahren. Das hatte mir damals dann der Arzt da erzählt. Und er sagte, ist das Rotten? Und ich dachte, und da kann der bloß in den Monat. Ich habe drüber gesprochen hat mit der Arzt, dann war da, das sagt, das kann in einem Monat passiert sein. Die Strahlung. So war das. Strahlung, ja. Aber ihr wart die Ausnahme hier in der Gegend, ne? Die meisten sind ja doch zur Wismut gegangen. Ja, die sind alle zur Wismut gegangen, ja. Die haben nicht Geld verdient, die haben schon Geld gemacht. Jedes Haus wurde war belegt, da waren 3-4 Mann. Und der Haus, auch sind zur Wismut gegangen. Ja, das waren nur 4 Umsiedler, weil ja viel Umsiedler da waren von Ostpreußen. Und hauptsächlich die haben, die wollten viel Geld verdienen, die wollten sich wieder neue... Was schaffen. Heimat schaffen, ja, und Wohnungen und alles, und Motorräder. Alles sind schon rumgefahren. Ja, ja. Was los? Das liegt noch 15, das ist das nicht. Ja, ja, ja. Da Martin. Das ist das, wo er hier im Mai 1906, August 46, August 46. Erste Erz unter dem Kurhaus. Und das war hier, ja? Ja. Runtergeklettert, wie viel Meter? 50 Meter, ne? Ist er hier der Sendlerstein. 48 Meter. Ist der Sendlerstein, ist er mit der Form. Und das Kurhaus, das stand hier unten. Ja, das stand, das steckt hier unten. Ja. Das ist eine Halde jetzt. Hm. Und da drunter war das dickste Erz, wo war hier die weltbeste, stärkste Quelle. Die zwei stärksten Quellen, die Bismarck-Quelle und die Hindenburg-Quelle, ja, war da. Und da haben wir dort direkt 5 Meter davon überhauen angeschlagen. Mit Schlegel und Eisen. Warum lacht er denn? Mit Schlegel und Eisen, ja? Ja, haben wir da angefangen. Ja. Wie zu Agricolas Zeiten. Jetzt haben wir 12 Meter, ja, 12 Meter hochgetrieben mit der Hand, 2 Hauer. Wie lange habt ihr da gebraucht? War der Preismax, ne? Preismax, ja. Ja. Wie lange habt ihr da gebraucht? Vielleicht so 2 Monate haben wir gearbeitet. 2 Monate. Ja. Und dann da habt ihr Schmutz verdient, ne? Und dann haben wir. Die paar Fänge da. Und dann haben wir, da haben wir nicht immer jeden Monat Geld gekriegt. Hätten Sie keins gedruckt? Da muss man mit unter 2 Monate warten, immer Geld gekriegt haben. Hast du auch mal ein Stalin-Paket gekriegt? Ja, das kam ja später. Ach, was war das Stalin-Paket? Ja, ja, da waren Erbsen später drin, wenn sie es zeigen. Ne? Ja, auf jeden Fall. Nein. Ah. Was waren da drin? Auf jeden Fall haben wir erst einmal der Tier das Eberhahn hochgetrieben und dann haben wir Pressluft gekriegt von Rohrschacht runter, von, das war beim Kurhaus. In der Rohrschacht runter und da haben sie Pressluft reingeladen und unter den Lesesaal im Kurhaus haben sie den ersten Kompressor eingesetzt. Ja, und da waren noch Kurgäste da. Ja, beim Lesen hat sich das nicht gestört. Die sind dann nicht lange drauf ausgezogen. Ja, ja. Ist klar. Wir haben doch
Sowjetische Offiziere drin gewohnt im Kuhhaus, ja, ne? Ja, ja, ja. So, und dann sind die auch ausgezogen. Dann war ich in dem 11. Ja. Da war ich ja ruhig. Aber zwei Stunden später, da kam der erste Schichtzug. Da war was los hier. Da war was los. Dann ging es auch rund. Und alles erst einmal der Nein. Alles erst der Nein. Was war da drin? Ja, ja. Das war die Bahnhofsgaststätte. Bahnhofsgaststätte. Obwohl vor der Schicht wurde nicht drin. Nee, aber nach der Schicht. Der Durst von unten rauf. Ein Durst. Und jeder kaufte ja keiner ein Glas Bier. Achte. Mit Henkel. Ja. Ne? Ja. Im Panorama wurde vielleicht noch mal Pause gemacht. Ja. Und, was war an den Lohntagen hier los? Ja, nein, den Lohntagen schlimme Sachen. Ich habe sogar mal einen hier so hinter so ein Mäuerchen da in so ein Erz haben wir hinten in Nischen eingehauen. Ja, ja. Vor allen Dingen waren die Frauen das dort. War da ein Texas, ne? Die, wenn sie Geld in der Tasche hatten, ne? Da kommen wir von der Zwickau noch. Her. Ja. Von Zwickau kommen noch die Frauen noch rauf. Ich auf. Okay, was ist denn hier? Brennt, ja. Brennt, ja. Ach so, ja. Ja, dann ja. Dann weißt du nicht schon, wenn du unten bist, musst du nicht mehr lang. Musst du schön gucken. Kennst du mich? Ja. Kennst du mich? Ich weiß, kennen wir uns nicht. Ich wollte gerade sagen. Ist das jetzt der Renner oder was ist denn das jetzt? Ja, ja. Mach mal einen Zeiger. Warst du heute schon unten? Hat deine Hose noch so sauber? Also wenn es Geld gab, war immer hier viel los. Da kamen die Frauen, Mädels, die kamen sogar von Zwickau raufgefahren und haben hier abkassiert. Das war, da ist mancher mit der leeren Brieftasche nach Hause gegangen. Mancher, denn es zappt doch ab hier. Ja? Auch wenn die Jahresendprämie gab, ne? Noch später. Ja. Ne? Da ist das auch passiert. Wie war das überhaupt? Kriegten wir dreimal im Monat Geld oder zweimal? Zweimal. Zweimal Geld. Zweimal. Ja. 15. Ja. Und dann. Ja. Und wie viel war das so ungefähr, wenn es viel war? Also bei ihm war es beschissen. Ne? Da, ja, als Steiger. Ich habe wenig gekriegt. Das war. Wir hatten als Hauer oder als Hauerbrigadier das 4- und 5-fache von dem. Ich und hatte die erste Zeit hatte ich 275 Mark Monatsgehalt. Und was waren die Spitzen? Ja, wenn ich hatte 600 mit Mark. 650 Mark war schon hoch, was ich gekriegt habe im Monat. Nord als Rührleiter.
Bis zu 100-faches hier, ja? Direkt am Stein gemessen, tatsächlich das 100-fache dessen, was hier auf der benachbarten Wiese zu messen ist. Und das ist dann schon weit außerhalb jeder Diskussion. Also da sollte dringend was passieren. Und ist richtiges Uranerz noch, oder? Das ist meiner Meinung nach ganz gutes Uranerz hier. Da hätte sich die Wismut gefreut, wenn sie das in den letzten Jahren so noch geliefert bekommen hätte. Und das ist aus den ersten Jahren? Das stammt sicher aus den 50er und 60er Jahren aus dem Erzgebirge, als man noch sehr hohe Erzkonzentrationen hatte und ziemlich locker auch sortiert weggeworfen hat. Und wie wird es ausgehen hier zum Beispiel mit der Straße? Ja, ich denke, man wird zumindest in der Ortslage nicht umhin können, die ganze Straße komplett wegzubaggern und eine neue Straße anzulegen. Und wer wird es bezahlen? 200 Millionen sind ja gestrichen fürs nächste Jahr, ne? Ich befürchte, es wird deswegen so wenig nach solchen Altlasten gesucht, die nicht im Zuständigkeitsbereich der Wismut direkt liegen, weil niemand die Frage beantworten kann, wer das bezahlt am Schluss.